Schönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zu einer Runde Black Shooter Time sozusagen heute bei Gartenschlauch Gaming. Und was wollte ich sagen? Ich habe gehört, dass ich zu oft sage. Aber so ist es halt. Da müsst ihr jetzt einfach damit klarkommen. Und die aktuelle Mission, die wir jetzt spielen werden, ist Nasran Foundry. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich und euch da erwartet. Ich habe doch schon auf Normal geklickt. Geht's los, oder was? Oh oh. Rumor has it that Division ran a Black Ops group. Lennox was one of them. No ties, no strings. You expect me to believe we had a terror cell working for us? You can believe what you want. Fact is, Lennox was off the book, so there's no way to prove it. Very convenient. Lennox did the thing in the Congo, the special in the Philippines. This was professional contract terrorism. Lennox held all the cards. Started making small deviations here, little switches there. Before long, things got out of hand. Mistakes started being made. Costly, bloody mistakes. Division decided to pull the plug on him. Miami got the call. Lennox took them all out, single-handed. Everything changed after that. Everything changed after that. So what else did she tell you? CIA's most wanted was Lennox. Different name, different profile, 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 different approach tag, but it was him. Ja, ich breche das jetzt mal ab und versuch's mal zu überspringen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es geht und ob es überhaupt geht. Denn die CD springt leider doch ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte. Aber irgendwie kann man es auch nicht überspringen, habe ich gerade festgestellt, was ein bisschen schade ist. Weil man natürlich jetzt von der Handlung auch nicht ganz so viel mitbekommen hat. Ja, ich habe mich tatsächlich auch seit dem letzten Mal, als ich festgestellt habe, dass die CD springt, schon mal umgeschaut, aber es ist echt schwierig, irgendwie gut erhaltene Black-Versionen im Internet zu finden. Naja, kann ich jetzt auch nicht groß was machen. Deswegen stürzen wir uns jetzt hier direkt mal in die Nasran Foundry Mission. Und gucken mal, was so abgeht. Warum hat er sich gerade bewegt? Ich habe mich doch noch gar nicht bewegt. So, was habe ich noch für Waffen dabei? Eine gesilenzte irgendwas. Und eine nicht gesilenzte andere Waffe. Ah ja, ich verstehe. Naja, wir gehen mal langsam hier runter. So, wir sind jetzt hier nämlich in einer Fabrik sozusagen des Gegners. Oder auf dem Weg in eine Fabrik des Gegners. Nachdem wir uns vorhin schon durch einen, oder was heißt vorhin eigentlich, aber im letzten Video, durch eine komplette Fabrik, ich bin irgendwie total verwirrt, durch eine komplette Stadt durchschlagen mussten, die dem Gegner gehört hat, beziehungsweise die er unter Kontrolle hatte. Und, so, sehr schön, die Kollegen haben wir hier mal weggesprengt. Und hier sieht man wirklich gerade schön, wer aufgepasst hat. Er hatte sich hinter so einem Holzding versteckt und ich habe das Holzding einfach zerschossen und schon war er platt. Wow, natürlich passiert, kann das uns auch zum Nachteil sein. Nämlich auf dem schönen LKW, der da gerade neben uns explodiert ist, stand nämlich ein Benzinfass. Und das explodiert natürlich auch, wenn der Gegner darauf schießt. Was nicht so gut ist, wenn ich gerade direkt daneben stehe und chille. Also das heißt, chillen tue ich ja nicht wirklich, sondern ich habe versucht, mich vor den Kollegen hier zu verstecken. So. Ihn hat es auch erwischt. Gab es hier hinten noch irgendwas? Nee, gell. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dunkle schwarze Ecke, gibt's auch nichts. Und da oben sind schon wieder Gegner. Und ich habe leider keine Waffe, mit der man irgendwie ein bisschen weiter auf der Ferne
gut schießen könnte. Und bei der hier kann man wirklich immer nur wenige Schüsse abgeben, dann verzieht die sofort ganz extrem nach oben. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man ein bisschen weiter unten zielt auf den Gegner. Oh, und das ist so ein böser Shotgun-Mann. Die sind nämlich speziell gepanzert irgendwie. Und wenn man denen zu nahe kommt, dann wird es echt super unangenehm ganz schnell. Weil wenn die einen einmal mit ihrer riesen Shotgun treffen, dann hat man schon richtig dolle viel Energie verloren und kann dann auch noch weiter dazu führen. Was ist das denn? Wie viele sind denn hier? Kinders, ich bräuchte mal... Oh, da ist wieder so eine Tonne, da gehe ich mal lieber ein bisschen weg. Ich bräuchte echt mal irgendwie eine etwas weitergehende Pistole. Den hat's erwischt. Ja, sehr effektiv sind natürlich Kopfschüsse, aber bei meiner Grobmotorigkeit mit Controllern ist es leider überhaupt nicht drin. Ich hatte übrigens mal für die Xbox, also für die alte Xbox, und glaube ich, nee, war stimmt gar nicht, war nicht für die alte Xbox, sondern war für die 360, gab es so eine Art Maus-Tastatur-Konsolen-Adapter. Damit konnte man an die 360 eine Maus inklusive Tastatur anschließen. Aber das hat überhaupt nicht gut funktioniert, das muss man einfach mal so sagen. Denn die Rate, mit der die Maus abgefragt wurde, war so unglaublich niedrig, dass man halt praktisch, ja, so eine Art wie Ruckeln oder Stottern in der Maus hatte. Und da man, damit kann man natürlich das total vergessen, irgendwelche Shooter zu spielen. Was ist denn mit dir, Junge? Bist du jetzt endlich mal platt? Jetzt bist du platt. Und das fand ich eigentlich sehr schade, weil es ja doch ganz viele nette Shooter gibt, so für Konsolen. Aber sollte halt eben nicht sein. Upsi, da habe ich hier oben gleich noch ein bisschen. Was ist denn nur mit dir? Und nun... Naja, und das war eben, wie gesagt, nicht so erfolgreich, dieser Test. Fand ich eigentlich damals ziemlich schade. Hätte mich gefreut, wenn das geklappt hätte, weil hätte man nämlich den einen oder anderen Shooter schön relaxed mit Tastatur und Maus spielen können. Und hätte natürlich auch dementsprechend gut die ganzen kleinen Controller-Nubi-Noobsen abgeschossen. Aber, ja, ging nicht. Und wenn ich online spiele, zum Beispiel so ein Shooter, so ein Konsolen-Controller-Shooter, dann geht da gar nichts. Das ist, ich dachte, da spritzt das Blut aus ihm, aber das war die Wand, die da die ganze Zeit sich bewegt hat. So. Das Factory auf jeden Fall, in das wir uns hier reinbewegen, scheint so eine Art, Aua. Und wo schießen die her? Ach, von da. Alles klar. Alles klar, ich hab's gesehen. Was ist eigentlich das hier für eine Waffe? Treffe ich damit aus der Entfernung besser? Können wir das mal ausprobieren? Könnte vielleicht sein, wenn man irgendwas sehen würde. Ach, deswegen hatte ich die dabei, damit ich die hier gesilenced umbringen kann und nicht am Anfang gleich die ganze Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Naja, das hat nicht so gut funktioniert, eigentlich nur deswegen, weil ich es nicht gecheckt habe. Weil das wäre vielleicht dann doch etwas effektiver gewesen, als einfach mit dem Maschinengewehr reinzulaufen und wild drauf loszuschießen. Gut, das muss ich dann wohl, glaube ich, beim nächsten Mal ein bisschen besser hinkriegen. So, hast du hier noch was für mich? Ja, ein bisschen Munition. Sieht, na, man weiß nicht genau, was es ist. Ist es Kohlefabrik? Bergwerk? Irgend so etwas in der Drehe. So, so eine Granate ist immer ganz praktisch. Einen hat es auch erwischt, aber den anderen glaube ich nicht, oder? Ach doch, es hat beide erwischt. Top.
Da hat sich ja Granateneinsatz gleich richtig gelohnt. Kann ich in die Gebäude rein? Muss ich in die Gebäude hier rein? Weiß das jemand? Gibt's da was? Außer Intelligent Information? Ach ne, hier gibt's schon mal nichts. Da geht's nämlich gar nicht rein. Und hier? Geht's hier rein? Na, ich hätte da oben aber lang gehen können und alles absuchen. Naja. Was soll ich sehen? Unsere Einsatzleiterin wollte gerade wissen, ob wir Smoke sehen, also Rauch. Und wir haben ja da mal gesagt, ja, auf 12 Uhr sehen wir Rauch. Was das jetzt aber genau zu bedeuten hat, das wissen wir noch nicht. So, die Heinis da oben könnte ich jetzt ja mal versuchen, lautlos zu killen. Obwohl die wirklich sehr, sehr weit weg sind. Da unten kommt auch einer. Ich hoffe mal, der hat mich noch nicht gesehen. Das ist... Na doch, der hat mich gesehen. Blöd. Jetzt haben mich irgendwie alle gesehen. Und aus der Entfernung ist es echt total schwierig, den Kopf zu schießen. So, Kinder, jetzt mal hier vorbei mit dem Kindergeburtstag. Wow, was geht denn da ab? War das jetzt Hilfe für mich oder nicht? Gut, den hat's. Ist auch toll, wie die Skripte da runterfallen. Das kann man auch erst eigentlich als aus späteren Spielen. Beziehungsweise hat man das da eben übernommen, dass die Soldaten möglichst effektvoll irgendwie ihre Stellung verlassen. So, hier hinten hat sich einer versteckt. Aber ich... Ach doch, ich treffe ihn sogar. So, mach ihn. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, wir sind einfach... Oh, da schon beantwortet. Ach ne, ist der von da hinten. Der Kollege hier. Da oben bewegt sich auch irgendwas. Da ist bestimmt auch einer. Ah, es ist ein Minenfeld. Ach du Schande. Oh, na toll, jetzt muss ich hier durch ein Minenfeld laufen. Während ich hier erstmal einen Container in die Luft gesprengt habe. Das erklärt auch, warum es hier vorhin die ganze Zeit so kleine Explosionen gab. Weil es einfach ein Minenfeld ist. Irgendwo wird hier übrigens auch noch schon auf mich geschossen, was ich noch nicht sehe. Mal gucken. Wenn ich ihn hier hinten nochmal loswerden könnte, dann wäre schon echt viel gewonnen. So, sehr schön. Ihn haben wir schon mal losgeworden. Ein bisschen Bumm. Und irgendwie gehen hier auch die ganze Zeit echt schön die Minen hoch. Oh, jetzt werde ich gleich von zwei Stellen beschossen. Kinders, da habe ich aber keinen Bock drauf. Was ist denn nur mit dir? Da waren offensichtlich wieder ein paar Minen. Und du bist jetzt hier gleich der Nächste, mein Freund. So. Wunderhübsch. Ach, man sieht die Minen auch. Hier die kleinen roten Dinger sind es. Da muss man natürlich jetzt hier sehr, sehr vorsichtig laufen.
sonst übersieht man auch, glaube ich, mal recht schnell einen. Und wo schießt denn das? Auch von da drüben schießt. Das mit dem sehr vorsichtig laufen ist besonders schwierig, während wir mal hier schnell seinen Tank in die Luft springen, wenn so viele Gegner in der Nähe sind, die auf mich schießen. Weil ich kann nämlich nur entweder schießen oder mich auf die Minen konzentrieren. Draußen geht gut die Party ab. Wir werden mal gucken, dass wir hier die Gegner ein bisschen aus der Entfernung platt machen können, weil wir nämlich dann wesentlich gechillter durch das Minenfeld laufen können. Ja, und ich habe übrigens einen Schalldämpfer jetzt auch hier für meine schöne Waffe bekommen. Und was man nicht vergessen darf, wir sind hier in einem Dings, in einem Holzhaus, das irgendwann auch seinen Geist aufgeben wird, wenn wir hier länger drin bleiben. Dass ich natürlich jetzt gerade auch den Schalldämpfer gefunden habe, ist zwar nice, aber natürlich auch so ein bisschen sinnlos, wenn mich die alle schon entdeckt haben. Auf die Entfernung wird es natürlich noch viel deutlicher, dass ich überhaupt nicht klarkomme mit dem schönen genau Zielen mit Controller. Meine, das ist halt auch, meine Daumen sind einfach zwei totale Grobmotoriker. Die sind überhaupt nicht dafür ausgelegt, sich mit solchen kleinen Analogsticks zu beschäftigen. Ich bräuchte irgendwie Analogsticks, die sich zehnmal so schwer drücken lassen. Dann glaube ich, könnte ich auch genauer zielen. Wie viele sind das denn hier? Ist ja unglaublich. Oh, das ist Metall, das ist gut, das geht natürlich echt kaputt. Sehr gut, ihn hat's erwischt. Warum vermint man eigentlich eine Fabrik? Kann mir das jemand erklären? Macht das Sinn? So, diese schönen Tanks, die ihr hier seht, die explodieren auch total prima, wenn man da drauf schießt. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich kann ich jetzt hier oben nicht weitergehen. Weswegen wir jetzt mal doch unten dann gehen. Natürlich eine sehr kluge designtechnische Entscheidung, weil man möchte natürlich, dass wir hier mitten durchs Minenfeld laufen. Ist klar. Wobei auch schon relativ viele Minen draufgegangen sind durch dieses wilde Geballer hier. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe einen gehört. Und er schießt auf mich. Ach, da! Und das ist mir auch letztens schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist. Irgendwie verziehen die Waffen weniger. Wenn man, jetzt werde ich aber hier von recht vielen Seiten beschossen, muss ich mal sagen. Das gefällt mir erstmal nicht. Wir machen mal einen taktischen Rückzug in der Hoffnung, dass ich keine Mine irgendwo übersehen habe. Sonst kann nämlich unser taktischer Rückzug sehr schnell sehr, sehr schmerzhaft werden. Und wir sprengen erstmal diesen Tank hier hinten. Ist da hier oben nicht gerade ein Typ langgelaufen? Wo ist denn der hin? Hat den jemand gesehen? Da ist einer. Der sieht mich, glaube ich, noch nicht so richtig. Und da meine Waffe jetzt auch so schön leise ist, kann ich hier aus der Entfernung gut auf ihn schießen. Ist natürlich vom Design her echt cool gemacht, wenn man sich praktisch immer wieder auch so ein bisschen zurückziehen muss mal. Und dann natürlich genau da ein Minenfeld zu platzieren, wo, bei dem man sich nie so ganz sicher sein kann, ob man jetzt wirklich alle Minen erwischt hat. Dann, ja, sorgt das gleich für ein bisschen mehr Spannung beim Zurückzug. Jetzt. Habe ich ihn denn jetzt endlich mal erwischt? Jetzt habe ich ihn erwischt und ihn. Da ist das Magazin alle. Kann ja auch vorkommen. Kann das explodieren? Ja, kann explodieren. Eieiei. Eieiei. Das war eine coole Kettenreaktion. Ich habe praktisch irgendwas zerschossen, was ich noch nicht mal erkennen konnte, was es ist. Aber es hat sofort dazu geführt, dass
alles im Umkreis von 100 Metern den Geist aufgegeben hat. Sehr gut. Sehr gut. So, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Und immer gilt natürlich noch... Da war eine Mine! Seht ihr so? Alter! Ich bin mir nämlich nicht sicher, ehrlich gesagt. Ach, da ist auch eine. Wow, hier sind überall welche. Hier gehe ich nicht weiter. Ihr spinnt ja wohl. Ich bin mir ehrlich gesagt nämlich nicht so ganz sicher, ob ich das aushalte, wenn ich auf eine Mine laufe. Ich würde mal ganz streng vermuten, dass ich es nicht aushalte. Deswegen sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtig. Die sind auch so schön dunkelrot. Man sieht sie also nicht so richtig gut. Sondern eigentlich erst dann, wenn es zu spät ist. Kann ich hier rein? Nee. Gut. Nun ja, gehen wir mal weiter. Jetzt ist es auch gerade so gespenstig ruhig. Vor allen Dingen hier, wenn die hier im Gras liegen. Das ist echt gemein. War das eine? Ach nee, gut, ich dachte schon. Weil da sieht man die halt mal recht auch so gar nicht, ne? Hier ist irgendwo auch eine vor uns. Nein, sieht nicht so aus. Gehen wir mal vorsichtig hier durch. Und mal vorsichtig hier rüber. Da ist aber eine. Seht ihr sie? Schön ist, dass die immer noch gleich ein paar andere mitzünden, während wir mal versuchen können, den Kollegen hier oben abzuschießen. Ah, hat natürlich nicht geklappt, war ja klar. Aber vielleicht können wir sie mit dem LKW zusammen in die Luft sprengen. Nein, das ist zu weit weg, schade. So, Primary Objective completed. Wir sind schön hier durchs Minenfeld. Oh, ich sehe es. Da ist ein Raketenwerfer. Um den müssen wir uns mal als allererstes kümmern. Hat sie ihn erwischt? Ich glaube, den RPG-Mann hat es erwischt, oder er... Er ist sozusagen hier runtergekommen. Man weiß es nicht so genau. Ich laufe doch nicht weg von meiner Granate. Vielleicht wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um den Dings wieder abzulegen. Den Schalldämpfer. Weil eigentlich haben sie mich ja eh entdeckt. Und... Oh, ich muss meinen Healthpack nehmen, habe ich gerade auch festgestellt. Es sind nämlich irgendwie ganz schön viele, die es auf mich abgesehen haben. Sehr schön. So, ach, die kommen auch runter, sind auch runtergelaufen gekommen. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt geht's mal hier weiter. Und mal gucken, 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 was da hier jetzt noch so geht. Ah, ich muss jetzt, glaube ich, hier in den Underground gehen, weil die Treppe hier komme ich nämlich nicht hoch. Und... Hier im Underground geht's weiter. Da könnte ich jetzt auch mal wieder meinen Schalldämpfer aufschrauben. Weil hier kennt mich ja sozusagen noch keiner. Und da haben wir auch schon ein Objective completed und auch einen Checkpoint erreicht. Ja, und da würde ich sagen, dann machen wir erstmal hier für heute Schluss. Weiter geht's im nächsten Teil von Black. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.